Mahlzeit, Freunde, da bin ich wieder. Ich habe jetzt eine kleine Zwangspause einlegen müssen. Meine Kamera war leider kaputt, die ist wieder zurück vom Service, funktioniert einwandfrei. Somit sind wir wieder on Tour. Es ist jetzt 7:30 Uhr, ja. Es ist noch immer heiß, es hat sicher noch immer über 30 Grad. Und ein paar Wolken kommen schon. Wenn wir Glück haben, fangen es heute noch zum Regnen an. Wir haben ja seit Tagen da der Dürre. Und haben wir gedacht, jetzt nutze ich das trotzdem noch, dass die Kamera wieder da ist. Gehen noch eine kleine Runde mit euch spazieren. Und ich habe gar nicht großartig was vorbereitet. Es ist wie im Survival, wir schauen einfach, was auf uns zukommt. Das Einzige, was ich schon vorbereitet habe, ist, das ist mein Fellkniffen F1. Das zeige ich euch kurz. Da gibt es nämlich eine kleine Geschichte dazu. Und alles andere machen wir spontan, würde ich sagen. Also, auf geht's. Fürs erste Thema brauchen wir Brennnesseln. Hat irgendwer zufällig von euch da in der Gegend schon mal Brennnesseln gesehen? Oh, ja, da sind ja welche. Passt schon, ausgezeichnet. Jawohl, genau das brauchen wir. Das wollte ich euch nämlich zeigen, da. Das kennt ihr ja sicher. Das, was da immer so runterhängt von den Brennnesseln. Also, falls ihr es nicht wisst, ja, das sind die Samen von der Brennnessel. Und die kann man natürlich essen. Genau. Das sind die Samen von der Brennnessel und die kann man essen. Also die braucht es nicht weg tun, auch nicht, wenn du einen Tee oder was machst, dann sagst du, ich nehme nur die Blätter. Könnt ihr ruhig mit reinschmeißen. Schaut dann so aus. Könnt ihr im Prinzip, hängt immer bei den Brennnesseln runter und kann man essen. Schmeckt sehr intensiv nach Brennnessel, aber schmeckt gut. Ihr wisst es, für mich ist das immer ein wichtiges Thema, wenn ich Pflanzen sehe, dann schaue ich, dass ich es bestimme und dann ist für mich immer die erste Instanz, kann ich das essen, das ist für mich wichtig im Survival. Zweitens, kann ich es für irgendwas nutzen, das berühmte Schnurmaterial herstellen oder kann ich irgendwas abdecken damit oder was auch immer. Und ganz am Schluss eigentlich interessieren mich erst die Inhaltsstoffe, also hat es irgendeinen Wirkstoff, einen besonderen oder was. Wenn man es weiß, ist es okay, ja. Also in erster Linie ist für mich immer wichtig, kann ich das essen. So, und da haben wir schon das Thema 1 erledigt jetzt. Viecher, Ente nie. Natürlich bei dem Wetter. Jetzt gehen wir weiter, suchen wir uns ein Platzl. Dann reden wir kurz über das Fellkniffen. Unglaublich. Das Flussbett da komplett austrocknet. Wie auf einem anderen Planeten. Der ist auch von der Kante erst kürzlich da oben gestürzt. Da sind sogar teilweise noch die Blätter grün drauf. Wahnsinn. Zack. Und da trat eine Reihe seine Kreise. Hitze ist ein Wahnsinn heute. Viecher sind ein Wahnsinn. Nervig. Aber hilft nichts. Ja, wo fange ich an? Vor einiger Zeit habe ich mal ein Fellkniffen F1 gehabt. Das habe ich mir vor ein paar Jahren gekauft. Da war das auch gerade ein bisschen ein rechter Hype. Alle Survivalisten kaufen sich Fellkniffen F1. Alle Bushcrafter kaufen sich Fellkniffen F1. Generell, ja, auch in Ordnung natürlich, ja. Das F1 ist ja wirklich ein klasse Messer. Da haben wir es auch. Es ist wirklich schön, wirklich. Es ist wirklich ein extrem gutes Messer. Es hat einen super Gräs, extrem griffigen Griff, balligen Anschliff, gute Klingenlänge, 4 mm dick, hat einen angeschliffenen Messerrücken.
Ich kann damit Funken schlagen. Großartig, wirklich. Das Problem ist nur, es hat so einen schmalen Griff. Der Griff ist wirklich, also wenn ich da rundherum greife und ich habe Handschuhgröße 10 und für Handschuhgröße 10 ist fast ein wenig als klar. Finde ich. Für mich passt es nicht. Oder habe ich zu lange Finger, ich weiß nicht. Also meine Handschuhgröße 9 wird wahrscheinlich gut passen. Ja, wie gesagt, ich habe mir es damals auch gekauft. Das war mein erstes Survival-Messer. Und habe auch lange damit gearbeitet, aber ich bin nie so richtig damit warm geworden. Irgendwie hat es mir nicht getaugt. Es war einfach durch den schmalen Griff, habe ich nicht gut damit schnitzen können, nicht gut damit arbeiten können. So haben wir es dann noch einige Zeit lang gehalten. Und irgendwann, weil man dachte, das liegt nur mehr dumm, für das ist es zu schade, ich verkaufe es. Hab's dann verkauft. Ich habe ja mal so einen Keidegschein dazu machen lassen. Mit Decklock. Und das ist wirklich ein super Set. Wirklich. Hab's dann verkauft zu meinem Spätzle in der Schweiz, zum Lukas, vor ziemlich genau einem Jahr. Und wie so oft, man hat was, man verkauft es dann und auf einmal will man es wieder. Kennt ihr das? Man hat was, man braucht es eigentlich nicht, man verkauft es und irgendwo geistert es um dumm und man bützt es halt dann wieder ein. Und so habe ich mit Lukas um dumm geschrieben und dann hat er mir das Angebot gemacht, dass er mir mein Messer wieder zurückverkauft. Also das war wirklich alle Daumen hoch, ja. Das war so ein Top-Angebot und das noch dazu zum selben Preis, wie ich ihn verkauft habe. Also im Prinzip eine Nullnummer, einmal Versandkosten hin und her. Ja. Und jetzt habe ich es wieder. Mein allererstes Survival-Messer, genau das, Feldkniven F1. Die Rückkehr einer Legende. Ja. Und mit dem hat nämlich das ganze Survival auch recht angefangen bei mir. Und jetzt haben wir eine zweite Chance, wir zwei. Und jetzt taugt es mir. Es liegt zwar nur immer natürlich relativ nicht optimal in der Hand, ja, aber es ist einfach so ein richtiges Gebrauchsmesser. Es ist wirklich ein Wahnsinn, wirklich. Also es ist einfach ein absoluter Allrounder da heraus. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ein Feldkniven F1 ist nicht umsonst einfach so ein so beliebtes Messer. Es ist einfach wirklich extrem gut. Ja, mit dem Decklock kann man sie hoch oder quer tragen, steht aber dann relativ weit außer. Jetzt habe ich mir noch eine Originalscheide dazu besorgt. Kennt eh jeder die berühmte Staubsaugerdüse. Da hängt es eigentlich relativ tief am Gürtel und hält sehr sicher drinnen. Und ja, ein bisschen klappert. Aber nicht tragisch, sage ich einmal. Hört ihr das? Wenn man in der Natur so Geräusche hört, irgendwo ein Vogel oder irgendwas schlagt ordentlich an, da sollte man immer ein bisschen schauen. Es kann nämlich sein, dass Gefahr in der Nähe ist, weil die Tiere, die merken das als Erster, die merken das weit vor uns. Und wenn Tiere recht aufgescheucht werden, dann kann es sein, dass sie irgendwas anbahnt. Nur so nebenbei. Ja, wie gesagt, und jetzt habe ich es wieder. Feldkniven F1, die Legende, zu mir zurückgekehrt. Nach einem Jahr Auslandsaufenthalt in der Schweiz. Danke Lukas nochmal wirklich für das Angebot, also wirklich toll. Ich meine, ich hätte mir sie einfach sonst nur mal normal nachkauft, aber wenn man einfach das wieder zurückkriegt, das was man schon mal gehabt hat, ja, es ist irgendwie was anderes. Hm? Und es gibt echt genug Videos über das, ja. Es ist wirklich sehr beliebt und es ist auch irgendwie verständlich. Ja. Ich meine, man muss sagen, Schönheitspreis gewinnt man mit dem Messer keinen, ja. Aber das ist ja egal, gerade im Survival noch dazu. Jedes Messer ist da der Gold wert und das ist einfach wirklich unkaputtbar. Und mit einer klassen Keidegscheiden macht es was her. Oben habe ich noch den Fire Steel Loop, den Gummibandel. Habe ich mit dem Feuerstahl dabei, gehört gern bei mir zusammen, Feuerstahl und Messer.
das war's. Wollte euch nur kurz erzählen. Die Rückkehr einer Legende. Ich habe mein F1 wieder. Werdet ihr sicher in den nächsten Videos sehen. Und ich habe eine riesen Freude damit. In dem Sinne, schauen wir mal ein bisschen weiter, oder? Aber Schluckerl muss schon noch drinnen sein. Auf geht's! Da war er wieder. Ein Graureiher. Das sieht man da bei uns in der Gegend eigentlich relativ oft. Schöne Viecher. Das habe ich leider geschreckt. Ja, dann machen wir gleich spontan eine kleine Pflanzenkunde. Was sehen meine trüben Augen? Ja. Da ist er. Der Breitwegerich. Breitwegerich, hey, das kennt ihr, oder? Habt ihr sicher schon ein paar Mal gesehen. Wenn ihr es noch nicht gewusst habt, dann wisst ihr es jetzt. Das ist der Breitwegerich. Er hat da so einen relativ langen Blütenkopf. Und kann man essen. Immer. Wie schmeckt er? Relativ handig. Die Blätter, die kann man auch recht gut bestimmen, wenn man die nämlich auseinanderreißt. Dann sieht man es da ganz gut. Noch nicht. Da sind dann immer so Fasern da. Da, die Spitzel, die schauen da so aus. Die Nervenfasern da von dem Blatt. Die zupfen sich so aus, das ist einmal ein relativ gutes Indiz, dass es wirklich ein Breitwegerich ist. Auch die Blätter kann man essen, tue jetzt nicht, die sind nämlich wirklich relativ handig. Also man sollte den Breitwegerich, wenn man isst, am besten kochen. Man kann ihn kochen, so wie eine Art Spinat, ja, und dann passt es auch. Aber so, die Blüte mit den Samen, das schmeckt eigentlich ganz gut, ja. Ja, wie gesagt, ein bisschen handig vielleicht, aber ist man halt nicht so gewohnt. Ja, wie oft isst man schon Breitwegerich? Genau. Aber jetzt wisst ihr es zumindest, gell? So schaut er aus. Breitwegerich. Der lange Stüder da. Und die breiten Blätter. Manche sagen Mausohren dazu. Hm, da sieht man es wieder. Kommen da die ganzen Fasern raus. Ja. Der Breitwegerich kann man essen, kann man verkochen und hat wohl auch etwas heilende Wirkung bei Bronchitis. Machen sie oft den Hustensaft draus, Breitwegerich oder Spitzwegerich. Sind ortverwandt. Spitzwegerich findet man vielleicht gleich noch. Die Inhaltsstoffe von Breitwegerich und Spitzwegerich sind sehr ähnlich. Nahezu ident. Nur beim Spitzwegerich, da sind sie einfach intensiver, sind sie mehr gebündelt. Aber nichtsdestotrotz, auch im Breitwegerich kann man essen. Und das ist ja immer wichtig im Survival, wie wir wissen. Gell? Weiter geht's. So, jetzt habe ich auch gleich nur einen Spitzwegerich gefunden. Ist ja ganz klar, ich meine, ich gehe da am Weg. Den Wegerich findet man ja auch oft auf dem Weg oder am Wegesrand viel mehr. Da ist er. Das ist der Spitzwegerich. Werdet ihr auch vielleicht schon oft gesehen haben, vielleicht auch noch nicht gewusst, dass es ist. Wie gesagt, dieselbe Wirkung wie der Breitwegerich, nur ein bisschen intensiver. Der Blütenkopf ist anders, der Stiel ist relativ lang und hat dann da eben so einen kleinen Blütenkopf. Und beim Breitwegerich ist halt der ist ein ganzer so lang. Das heißt, das ist einmal der Unterschied zum Blütenkopf.
Und dann sieht man einmal an die Blätter. Breitwegerich und Spitzwegerich. Ja, ist wohl, denke ich, ziemlich eindeutig zum Erkennen. Die Blätter sind lang, spitz. Die Blätter sind breit. Und die Blätter vom Spitzwegerich, ja, sie haben jetzt nicht gut sehen in der Kamera. Ein bisschen. Ja, die ziehen eben auch da, oder die Fasern außer und könnt es auch essen. Ihr könnt da den Blütenkopf essen, den ganzen. Ihr könnt da das ganze Blau essen. Also die Jungen im Frühling, die ganz jungen Spitzwegerichblätter, so roh im Salat, die sind wirklich gut. Jetzt ist es auch schon relativ spät im Jahr, also sind schon hantig, aber prinzipiell essbar. So, wir sind fertig für heute. Ich glaube, wir haben eher ein wenig ein Programm zusammengebracht. Ein bisschen Pflanzenkunde, ein bisschen Fellkniffen, Talk. Und jetzt schaue ich wieder heim, es wird schon langsam finster. Und ich will da nicht im Fenster nochmal da rein. Somit, tschüss, pfiat euch, bis zum nächsten Mal, schaltet wieder ein, gell? Baba!